Eine Woche Landschaftsfotografie in den Dolomiten im Dacia Docker Minicamper. Mit Julian zusammen versuchte ich an verschiedensten Locations in den Dolomiten Bilder zum besten Licht einzufangen. Dies lief nicht immer ganz nach Plan, aber seht selbst. Ja, das war doch eine coole Stimmung hier hoch. Schöne Gewitterstimmung, Regen, traumhaft. Jetzt liege ich hier im Auto, der Regen prasselt aufs Auto. Ein Traum. Das Einzige, was blöd ist, wir sind hier auf der Zanseralp. Wir haben hier null Internetempfang und auch generell null Handyempfang. Also wir können nicht mal eben miteinander telefonieren. Der Julian liegt hier nebenan im Polo. Da werde ich jetzt gleich wohl mal rausgehen müssen in den Regen und mal mit ihm quatschen, was wir jetzt morgen früh machen. Das Blöde ist natürlich auch, wir können keine aktuellen Wetterdaten abrufen, da wir kein Internet haben. Das heißt, wir können nicht abschließend entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Wir werden einfach schauen müssen, wie das Wetter dann ist. So ist es eben auch manchmal. Ja, ansonsten an der Stelle jetzt gute Nacht und bis morgen früh. Jo! 4.15 Uhr los? Ja, 4 Uhr aufstehen, 4.15 Uhr los. Wir haben ja keinen Empfang, ne? Wie machen wir das jetzt mit dem Wetter? Einfach los, oder? Ja, dann lassen wir es drauf ankommen. Alles klar, 4.15 Uhr, gute Nacht, genau, bis morgen. Ciao! Ciao! Guten Morgen. Ja, was jetzt an der Stelle herhalten muss, ist die Oldschool-Wettervorhersage. Tür auf, nach oben gucken. Es sind einzelne Sterne zu sehen. Und ja, von daher ist es klar und wir können losfahren. From the moment of my opened eye, been looking for a guided light to lead me. Nachdem der Krieg mit dem Parkscheinautomat beendet ist, machen wir uns jetzt auf den Weg zu einem Aussichtspunkt hier in St. Magdalena. Wir waren da auch schon unterwegs im Herbst auf unserer Tour durch die Dolomiten. Schaut da gerne nochmal vorbei, wenn ihr es nicht gesehen habt. Wettermäßig sind jetzt doch einige Wolken am Himmel, aber zumindest die Berge sind wohl frei. Wir werden mal sehen, was wir reißen können. Das ist der Viewpoint hier oben. Das Wetter spielt nicht so ganz mit. Jetzt haben wir einige Wolken am Himmel. Also sprich, das mit dem Alpenglühen gibt keinen. Wir hatten eigentlich gehofft, wir waren ja schon mal im Herbst, wie gesagt, an dem Spot hier. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir heute vielleicht so ein bisschen Alpenglühen hinbekommen. Da wir jetzt da oben keine Wettervorhersage so richtig hatten, konnten wir leider nicht schauen, ob da Wolken reinziehen oder nicht. Das Ganze sehen wir jetzt. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Wir haben den Morgen halt genutzt. Es gibt hier hinten zumindest die ein oder andere Lücke. Wenn wir ein bisschen Glück haben, scheint da vielleicht gleich einfach irgendwie die Sonne mal durch, aufs Dorf drauf oder so. Wir warten einfach ein bisschen ab, gedulden uns und schauen, ob wir irgendwie noch eine coole Perspektive rausbekommen. Still, when everything comes crashing down, be at your door when I hear the sound.
all fun and game until the final step. That's when you overstep. You know that I'm weak, you exploit that, yeah. I'm down on my knees when you place your bet. Keep telling myself it's the last of it, but ja, ich melde mich mal wieder. Wir haben inzwischen Abend. Wir haben den Tag heute, da es auch relativ warm war, in einem Waldstück verbracht in Ruhe, haben da nichts Besonderes gemacht. Da war es halt einigermaßen kühl. Und dann war ich noch kurz einkaufen und jetzt stehen wir am Praxer Wildsee. Da waren wir auch im Herbst schon auf unserer Tour. Heute hoffen wir aber, dass wir da irgendwie vielleicht noch die Milchstraße erwischen. Es regnet jetzt gerade, ihr hört das richtig. Wir sind aber ganz guter Dinge, dass da vielleicht doch mal die ein oder andere Lücke reinkommt. Es muss am Horizont ja sowieso nicht komplett klar sein, da ja Berge am Horizont hängen. Von daher ist es nicht so problematisch, sondern wir müssen nur über uns quasi mal irgendwie einigermaßen eine Lücke abpassen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wir werden es ausprobieren. Ansonsten vielleicht haben wir noch so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir gucken mal. Nutzen das Ganze einfach. Ansonsten haben wir vielleicht morgen früh hier die Gelegenheit, nochmal ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Und ich bin mal gespannt, was drauf wird. So, jetzt ist es schon mal besser. Es ist zumindest schon mal trocken. Wir hoffen natürlich, dass jetzt noch irgendwo die Sonne so ein bisschen durch die Wolken durchscheint. Dafür, dass es gerade noch gewittert und geregnet hat, war der Sonnenuntergang auf jeden Fall ganz gut. Wir hatten so ein bisschen Leuchten auf den Wolken da hinten drauf. Die Spitze war leider nur kurzzeitig durch die Wolken zu sehen. Sind aber auf jeden Fall zufrieden. Es hat sich gelohnt, nochmal hier rüber zu gehen. Jetzt müssen wir so ein bisschen hoffen, dass sich der Nebel da hinten weiter auflöst, dass wir ein paar Lücken in den Wolken bekommen und dann irgendwie hier an der Stelle die Milchstraße aufs Bild bekommen. Ja, das Fazit des Abends, wir waren stets bemüht, das Wetter wollte nicht so richtig, aber wir haben es zumindest versucht, so stehen wir morgen früh nicht da und fragen uns, hätte es vielleicht doch geklappt, hätten wir es doch besser machen sollen, wir ärgern uns, wir haben alles gegeben, aber das Wetter wollte letztendlich nicht, vielleicht haben wir ja irgendwann mit der Milchstraße nochmal Glück. Guten Morgen, ja, ich habe diese Nacht mal köstlich geschlafen, wir haben heute mal ausgeschlafen und sind nicht irgendwo wieder zum Fotos machen hingegangen. Das tat auf jeden Fall mal richtig gut und ist auch eine gute Vorbereitung auf die nächste Nacht, dazu aber später mehr. Erstmal ist heute tagsüber wieder Gewitter und Regen angesagt, also wahrscheinlich werden wir keine großartigen Fotos heute tagsüber machen. Aber dafür geht's dann heute Abend nochmal zur Sache, dazu kommen wir aber wie gesagt später.
Ja, viele von euch werden sicherlich auf der Fahrt hier hoch schon erkannt haben, wo es jetzt hinging. Und zwar sind wir jetzt auf den Drei Zinnen. Da waren wir ja auch im Herbst schon mal. Diesmal wollen wir es hier mit der Milchstraße zusammen versuchen. Unser Plan ist, die Nacht hier draußen durchzumachen. Wir ziehen gleich los und wollen so ein paar Spots abklappern. Vielleicht Sonnenuntergang, dann Milchstraße wäre optimal. Und dann wollen wir morgen früh noch den Sonnenaufgang mitnehmen. Und dann wollen wir erst zum Auto zurückkehren und ein wenig schlafen. So ist der Plan. Wir werden mal gucken, ob wir das wirklich durchhalten oder ob wir irgendwann mittendrin abbrechen. Wir werden mal schauen. Das Wetter könnte auf jeden Fall besser sein, aber es ist auch nicht komplett aussichtslos. Deswegen versuchen wir das Ganze durchzuziehen und machen das. Wenn es irgendwann aussichtslos wird und wir überhaupt keinen Bock mehr haben, dann gehen wir halt vorher zurück zum Auto. Der Plan wäre aber erstmal, die Nacht mehr oder weniger durchzumachen. Bevor es jetzt aber losgeht, gibt es erstmal noch was zu essen zur Stärkung, damit wir die Nacht auch irgendwie an der Stelle durchhalten. Die Aussicht hier ist auf jeden Fall phänomenal und das Essen kochen macht besonders viel Spaß. Wir haben zum Glück einen Platz direkt in der ersten Reihe hier bekommen. Ja, wir sind jetzt gestartet und zwar gehen wir diese Nacht eigentlich einmal komplett rundum um die drei Zinnen. Deswegen, wir starten jetzt hier an der Nordwestseite, wollen dann erstmal den Sonnenuntergang fotografieren, wenn denn einer da ist. Jetzt gerade eben hatten wir mega den Nebel, da konnte man noch 5 Meter sehen, jetzt ist es schon wieder deutlich besser. Heute Nacht soll es laut den Wetter-Apps wohl ganz gut werden. Wir sind mal gespannt. Ich meine, wir können es eh nicht ändern, wir versuchen es einfach. Und ja, haben jetzt noch so rund einen Kilometer bis zu unserem ersten Spot vor uns. Ja, wir sind hier an den drei Zinnen bei unserem ersten Spot angekommen. Und zwar ist das hier so ein kleinerer See. Da ja, haben wir so ein bisschen Spiegelung von den Zinnen drin, aber so richtig perfekt ist es nicht. Sonnenuntergang hier drüben, weiß auch nicht so richtig zu überzeugen. Von daher haben wir auch keine Zinnenspitzen, die irgendwie glühen oder ähnliches. Ist halt ein bisschen schade an der Stelle, aber ja. Vielleicht haben wir ja morgen früh zum Sonnenaufgang ein bisschen mehr Glück an der Stelle. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Dann haben wir das Beste, wie gesagt, draus gemacht. Und dann werden wir jetzt gleich hier ein ganzes Stück rüber wandern zur Dreizinnenhütte und zu den Höhlen und werden dann hoffen, dass es irgendwann später aufklart und wir dann die Milchstraße vor die Linse bekommen. Also eigentlich das gleiche Spiel wie gestern Abend. Anschließend machten wir uns auf den Weg zu den Höhlen an der Dreizinnenhütte. Hier wurde uns schnell klar, dass die Dreizinnen kein Spielplatz sind.
Kein Handyempfang, Dunkelheit, Nieselregen und teilweise Nebel mit Sicht unter 5 Metern. Zum Glück waren wir gut ausgestattet. Denn ohne eine Offline-Navigation und ausreichend Licht kann so etwas schnell sehr gefährlich werden. Auf dem Weg bereitete mir außerdem meine Höhenangst noch Probleme und wir mussten auf halber Strecke umkehren und einen anderen Weg nehmen. Unser Ziel, die Drei-Zinnen-Hütte, erreichten wir an diesem Abend nicht mehr. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ja, wir haben uns dazu entschieden, wieder zurück zum Auto zu gehen. Es ist 11:30 Uhr, es ist komplett diesig. Man sieht noch so 5 Meter weit. Es nieselt, es sind keine Aussichten auf die Milchstraße. Wir sind jetzt, ja, ich würde sagen, so zu 2/3 um die drei Zinnen rum und ja, machen den Rundweg jetzt fertig, gehen zurück zum Auto und gehen dann schlafen. Das macht an der Stelle, denke ich, leider keinen Sinn mehr. Wir haben es versucht, aber hier ist, denke ich, diese Nacht keine Milchstraße mehr zu sehen. Die Wettervorhersagen haben sich nicht ansatzweise bisher bewahrheitet. Jetzt hört es wenigstens zu nieseln auf. Letztes Mal Sternencheck? Ja, komm, Sternencheck. Also Sterne sehe ich nicht, aber sonst sehe ich auch nichts. Guten Morgen. Ja, das war gestern Abend schon eine ordentliche Nummer. Also erstmal gut, das mit der Milchstraße hat halt nicht funktioniert. Das war die eine Sache. Die andere Sache war, nachdem wir dann am Anfang an diesen Seen waren und dann diese Aufnahmen gemacht haben, wurde es halt wettermäßig zunehmend immer schlechter. Also sprich, erst kam so ein bisschen Nieselregen dazu, dann kam sehr viel Nebel dazu. Also teilweise konnte man noch 5 Meter weit gucken. Und da wird einem dann mal klar, wenn es komplett stockedüster ist, dass das hier definitiv kein Kindergarten ist. Also ich hatte zum Glück jetzt hier die Uhr dabei mit den Offline-Karten. Da konnte man sich mit den Offline-Karten vernünftig orientieren. Aber man hat dahinter kein Internet. Wenn man da keine Karte geladen hat oder ähnliches oder auch kein Licht hat oder die Lampe irgendwann leer ist, dann steht man da. Dann kommt man keinen Meter mehr weit. Dann kann man noch im Kreis laufen oder so. Aber das war's dann. Also das war echt wieder spannend, da mal zu sehen, was die Natur so alles drauf hat und dass das hier kein Kindergarten ist und wie gefährlich sowas auch werden kann, wenn man dann nicht entsprechend ausgestattet ist. Also man muss wissen, denn der Zinn ist kein Internetempfang, also man sollte auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Offline-Karte dabei haben und ja auch irgendeine Navigationsmöglichkeit, weil ansonsten ist es da im Stock dunkeln und wenn dann halt noch Nebel dazu kommt, echt extrem schwierig, weil man kann halt auch nicht weit gucken. Also mit der Lampe, man hat so einen leichten Schein und wenn dann Nebel dazu kommt, ja, guckt man halt 5 Meter weit und sieht den Weg auch nicht wirklich weiter. Also da ist echt empfehlenswert, irgendeine gute Navigationslösung dabei zu haben. Gut, durch die Uhr war das jetzt am Ende kein Problem. Ja, und wir sind dann auch nach einigen Stunden wieder gut zurückgekommen. Aber jetzt gibt es hier erstmal Frühstück mit Aussicht. Kurz noch ein paar Details zu unserer Wanderung. Wir starteten im Süden, gingen dann über die Westseite zu den Seen, machten da unsere Fotos und Zeitraffer, wollten dann weitergehen Richtung Drei-Zinnen-Hütte und die Höhlen dort. Allerdings hat mir da leider die Höhenangst an einer Stelle einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es da links sehr tief runterging. Wir sind dann zurückgegangen, umgekehrt und haben quasi einmal die Runde rund um die drei Zinnen vollendet. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Do I
Ja, wir haben uns an der Stelle gedacht, wir wollten das nicht bei der Nachtwanderung mit dem schlechten Wetter belassen, sondern wollen das Ganze einfach nochmal versuchen und jetzt tagsüber noch so ein paar coole Fotos hier an den drei Zinnen zu machen, weil man muss halt auch immer bedenken, die Fahrt hier hoch kostet pro Tag 30 Euro und wird dann quasi abgerechnet, wenn man wieder runterfährt. Wir sind gestern hochgefahren, mussten da 30 Euro bezahlen und werden heute beim Runterfahren nochmal 30 Euro bezahlen. Und für 60 Euro haben wir uns dann gedacht, brauchen wir noch ein paar Fotos, sonst lohnt sich das nicht so richtig. Ein Tipp vielleicht noch, wenn man nach 19 Uhr hier hochfahren will, kann man das Ganze machen, dann zahlt man quasi nur den nächsten Tag. Das war uns aber an der Stelle ein bisschen zu knapp, weil wir ja noch die Hälfte rumwandern mussten und pünktlich zum Sonnenuntergang da sein wollten. Deswegen genau haben wir dann quasi das mit der Doppelzahlung an der Stelle gemacht. Ja, wir waren jetzt hier noch schön an den drei Zinnen, ein paar Aufnahmen machen. Das Wetter ist irgendwie nicht so ganz auf unserer Seite. Ich hatte schön die Drohne in der Luft, hatte die Kamera da stehen, war am Fotos machen und auf einmal fing es an zu regnen. Ja, da muss ich schnell die Drohne runterkriegen, den ganzen Kram zusammenräumen. Jetzt gerade ist es wieder einigermaßen trocken, aber wir machen es auf dem Weg zurück zum Auto, weil es ist auch ziemlich windig. Ich hatte eigentlich den Plan, irgendwie ja, die drei Zinnen vielleicht mit so ein paar Blümchen im Vordergrund oder so irgendwie schön abzudichten. Da muss man aber ein Fokus-Stacking machen und bei dem Wind ist das so ohne weiteres nicht machbar mit den Blumen. Von daher ja, gehen wir jetzt mal zurück, machen uns dann gleich noch einen schönen Abend im Schwimmbad, holen uns noch mal eine Dusche und morgen früh sieht es eigentlich sonnenaufgangsmäßig noch mal ganz gut aus. Da werden wir uns überlegen, wo wir da noch mal hinfahren. Nach der Wasserschlacht gestern an den drei Zinnen haben wir uns noch einen Abend im Schwimmbad gegönnt. Das war auch richtig angenehm, schön duschen gewesen. Und jetzt sind wir erneut am Praxer Wildsee. Wir waren ja auf dieser Tour schon mal hier, hatten dann nicht das optimale Wetter. Jetzt gerade ist es hier so leicht am Nieseln. Wir haben uns aber gedacht, der Sonnenaufgang könnte eventuell was werden. Und ja, wir wollen den Praxer Wildsee ja sehr gerne mal mit Alpenglühen zusammen haben. Das haben wir letztes Mal nicht geschafft. Dann haben wir gesagt, komm, versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Liegt auch für den Heimweg relativ gut. Von daher passt das eigentlich ziemlich gut. Entweder kriege ich jetzt zum dritten. Entweder kriege ich jetzt zum dritten Mal das gleiche, in Anführungszeichen, Bild. Oder vielleicht haben wir Glück und kriegen heute noch das Alpenglühen. Wenn ihr mich allerdings nach der Wahrscheinlichkeit fragen würdet, dann würde ich sagen, irgendwie 20% kriegen wir es vielleicht hin. Aber wir warten mal ab. Julian, hast du eigentlich heute Nacht von diesem krassen Gewitter gehört? Welches Gewitter? Boah, das hat sowas von gescheppert. Ich stand quasi im Docker. Das war sowas von übel. Du hast es wirklich nicht gehört? Ich habe durch starken Regen einmal gehört, aber anscheinend echt gut geschlafen zu haben. Ja, Glückwunsch.
Ja, es scheint langsam so ein bisschen aufzuklaren. Bis gerade haben wir überhaupt keinen Berg gesehen. Jetzt verzieht sich der Nebel so langsam. Vielleicht gibt es ja doch noch was. Was außerdem total lustig ist, man muss hier so ein bisschen hochkraxeln, weil das so ein bisschen erhöht zu dem Bootshaus ist. Und hier passieren meistens die lustigsten Dinge. Aber das Spannende ist, bis jetzt sind wir hier heute Morgen komplett allein. Normalerweise muss man hier relativ früh seinen Fotospot reservieren. Wir kennen inzwischen zum Glück den besten Punkt, von daher können wir mal direkt dahin gehen. Und der war zum Glück heute Morgen frei und ansonsten ist hier bis jetzt auch noch keiner. Ja, das mit dem Sonnenaufgang war fast wie zu erwarten an der Stelle nichts. Erst hat man die Berge noch gesehen, dann zum Sonnenaufgang ist es entsprechend noch mehr zugezogen. Der Lichtweg war auch nicht frei, von daher gab es da kein schönes Alpenglühen, wie wir uns das erhofft haben. Müssen wir wohl irgendwann nochmal hier hinkommen. Wir haben uns, direkt, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Und wir haben uns aber jetzt dazu entschieden, hier nochmal eine Runde um den See zu drehen. Vielleicht finden wir einfach so noch irgendwie eine coole Perspektive oder so. Wenn wir schon mal hier sind, nutzen wir das an der Stelle noch aus. Ja, also ein bisschen ärgerlich ist es an der Stelle schon. Wir sind jetzt weitergegangen und der Berg wird jetzt angeleuchtet. Klar, das ist nicht mehr dieses besonders schöne Alpenglühen an der Stelle. Wäre aber trotzdem nicht verkehrt gewesen, wenn wir das zumindest von da vorne bekommen hätten. Allerdings, es ist nicht ganz so schlimm, weil jetzt sind gerade die ersten Leute dabei, die Boote auszuschöpfen. Von daher sitzen da Leute in den Booten drin, es ist Bewegung im Wasser drin, man hat keine schöne Spiegelung mehr oder ähnliches. Von daher ist es unterm Strich jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ja, die Runde war auf jeden Fall ganz schön, das mal gesehen zu haben. Wir waren ja jetzt zum dritten Mal hier und haben uns immer so ein bisschen gedacht, lass uns doch die Runde mal gehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, war ziemlich schön. Ja, ansonsten ist unsere Sommertour im Juli 2022 jetzt zu Ende. Aber wir haben ja schon gesprochen, es wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr davon nochmal einen Nachfolger geben. Ne? Auf jeden Fall. Wenn alles glatt läuft. Wettertechnisch, ja, war das nicht das Gelbe vorbei. Wir haben durchaus ein paar coole Fotos gemacht, würde ich sagen. Da war das eine oder andere dabei, wo man wirklich sagt, das passt so. Es ist aber halt auch viel in die Hose gegangen. Wo ich aber zufrieden mit bin, dass wir es trotzdem immer versucht haben. Weil ärgerlicher ist es, wenn man am nächsten Tag sieht, das Wetter wäre gut gewesen und wir haben geschlafen. Von daher, gut, dass wir es trotzdem an den anderen Stellen versucht haben. Ansonsten werden sich die Wege dann jetzt trennen. Schaut gerne auch mal beim Julian auf dem Kanal vorbei. Der lädt auch Videos zu der jetzigen Tour entsprechend hoch. Guckt da gerne mal rein. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut und denkt immer dran. Travel never ends. Das war unsere Sommertour durch die Dolomiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Video fleißig teilt. Falls ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie wie immer gerne in die Kommentare. Für mehr aus den Dolomiten schaut doch gerne auch einmal in unserer Herbsttour durch die goldenen Dolomiten vorbei.
An der Stelle jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Meine Bilder sind auch als hochwertige Wandbilder auf meiner Website www.lars-wilhelm.com erhältlich. Jetzt zuschlagen, den Kanal unterstützen und die eigenen vier Wände verschönern.